Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon-Haul für dich und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist schon bekloppt, ne? Es sind 31 Grad draußen und ich habe hier überall Kerzen an und die Lichter an und es ist hier einfach warm. Also, naja, Fenster ist auf Kipp, wenn ihr irgendwie Vogelzwitschern hört oder schreiende Kinder, keine Ahnung. Wir haben eine Nachbarschaft, da ist was los. Ja, und in diesem Video wird es auch noch eine Verlosung geben, also sei gespannt, was du gewinnen kannst. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich zuallererst hier von Silbertal einen Messerblock mir bestellt. Ich schreibe sie immer unten in die Infobox und ich sage sie auch immer wieder mit dabei. Ich bin bei shopdoc.deals registriert. Ich setze dazu auch mal einen Infocode, nein, einen Link in die Infobox. Genau, Mensch. Genau, da kannst du dich anmelden und du bekommst die Produkte deutlich günstiger als das, was ich dir hier immer einblende. Teilweise für 0 Euro, teilweise 90% reduziert. Je nachdem, in welchem Ranking du auch bist, bekommst du auch entsprechende Produkte angezeigt. Keine Kooperation, nur eine Empfehlung, finde ich super toll. Naja, auf jeden Fall habe ich auch dort diesen Messerblock gesehen. Denn der Messerblock, den wir aktuell bei uns zu Hause haben, ist einer aus einem IKEA-Messerset, was Asbach uralt ist. Und ja, der war da und kam wie gerufen. Mensch, also so sieht der Messerblock von oben aus. Das sind hier einfach so, man kann es auch rausnehmen, ne? So einzelne Viecher, Kunststoffviecher und dann steckst du da einfach die Messer rein. Ist schön matt schwarz von außen und hier unten mit gebürstetem Edelstahl, würde ich jetzt mal sagen. Und da kannst du einfach deine Messer reinstecken oder was auch immer, ne? Am besten halt Messer, weil so stumpfe Sachen wie ein Feuerzeug passen nicht rein. Okay, aber jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Schere. Die kann man da einfach reinstecken. Ja, und da passen auch richtig viele Messer rein. Also ich kriege da von unseren Messern alle rein, die wir in dem Messerblock haben und dann noch ein paar andere. Ist auf jeden Fall ein tolles Produkt. Alle Produkte stehen auch unten in der Infobox. Wenn die dich interessieren, kannst du dir die gerne mal anschauen. Tolles, geiles Teil. Wird jetzt direkt bei uns in die Küche gestellt. Auch ein Produkt für die Küche oder halt aus dem Bereich Küche sind diese Untersetzer. Das sind einfach so Filzuntersetzer. Die kann man sich super auf den Tisch stellen und dann das Glas draufstellen. Und das ist einfach hübsch. Und das sind einige und das ist, ne, schön aus Filz. Mag ich leiden, ist schwarz. Und ja. Dann hast du, wenn du zum Beispiel einen Glastisch hast, keine Ränder oder wenn du einen edlen Holztisch oder sowas hast, ne? Denn gerade wenn du irgendwie Besuch da hast, dann ist es ja auch immer etwas ausgelassenere Stimmung und da machen solche Dinger auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich mir dieses Teil auch bestellt. Da habe ich tatsächlich auch schon ein paar da. Das ist jetzt einfach nur zur Ergänzung meiner Sammlung, mehr oder weniger. Und zwar ist das ein Wäschenetz für BHs und so. Also du kannst da natürlich ganz klassisch BHs reinmachen, weil, ne, das ist halt hier mit so einer Kunststoffverstärkung und halt genau für die Cups, dass die halt nicht irgendwie verformen oder die Bügel sich raus verfrachten von alleine. Oder du machst da halt alles Mögliche. Du kannst auch Socken oder sowas reinmachen, ne? Davon geht das Ding nicht kaputt. Ich habe die auch in Verwendung, viele. Und da kommen immer meine BHs rein, da kommen immer meine Perlonstrümpfe rein zum Beispiel. Dann kommen da auch immer meine Beauty-Schwämmchen rein. Die gibt es auch als ganz normal als Taschen, ne? Also nicht mit der Kunststoffverstärkung. Das ist halt wirklich explizit für BHs. Ja, gibt es in vielen Größen, Formen und Farben. Und ja, ich habe mir das geholt und finde es total super. Aus dem gleichen Material nahezu befindet sich dieses Moped. Das ist ein Fliegennetz. Ja, in meinem Aufgebraucht-Video habe ich euch ja auch schon mal so Fliegenstreifen gezeigt, die wir in die Fenster kleben, damit die Fliegen gar nicht erst reinkommen. Ich meine, wir haben hier eh eigentlich immer alles offen, aber um das halbwegs zu verhindern, habe ich so ein Fliegennetz geholt. Da wird mein Freund sich freuen, denn er darf es dran machen. Das ist jetzt einfach ein Fliegennetz. Ich weiß gar nicht, in welcher Größe ist das denn. Steht da gar nicht bei. Habe ich hier bestimmt gerade reingeschrieben. Ja, und da hast du dann halt das Netz mit dabei und so einen Klettverschluss, den du halt um den Fensterrahmen drum zumachen kannst. Natürlich ist es cooler, wenn du so einen richtigen Rahmen hast, den reinbauen kannst und fertig. Aber zum einen sind diese Rahmen halt teuer, wenn man die kauft oder aufwendig in der Herstellung. Zum anderen, wohin damit im Winter? Weil im Winter sollte man die Netze nicht drin lassen, weil dann kommt Eis dran und so und dann geht es kaputt. Naja, auf jeden Fall super Teil. Da ist eine ganze Rolle mit drin für dieses Klettvieh. Ne? So groß. Also, ne, ist halt wirklich komplett umlaufend fürs ganze Fenster. Und ja, da geht halt der Stoff ganz
einfach dran. Das ist halt so ein ganz normaler weißer Stoff. Wenn du weiß nimmst, dann hast du es quasi auch blickdicht. Und wenn du schwarz nimmst, dann hast du es nicht blickdicht. Ne? Macht jetzt im Sommer Sinn. Ich denke, wir werden da noch ein paar mehr von brauchen. Aber ich habe schon mal eins geholt, damit wir schon mal anfangen können. Ich denke, dass das Fliegennetz tatsächlich ins Schlafzimmer kommen wird. Und wo wir schon mal im Schlafzimmer sind, habe ich auch direkt einen Matratzenschoner geholt. Kennt ihr das? Man denkt nie drüber nach. Aber wenn man drüber nachdenkt, findet man alles auf einmal total furchtbar. Das Thema Milben. Ja, genau. Und wenn man damit konfrontiert wird und dieses Ding dann sieht, dann denkt man sich, ah, ich brauche es unbedingt. Also es schützt vor Nässe, vor Milben und vor Bakterien. Und das kannst du dir einfach in die Waschmaschine packen und dann hast du es wieder sauber und man schläft irgendwie gefühlt viel besser. Ja, das habe ich jetzt für unser komplettes Bett geholt. Das ist 1,80 x 2 Meter. Das ist halt ein bisschen größer. Dann hat das hier halt so einen ganz normalen Frottee-Stoff und ja, du kannst es bei 60 Grad waschen und ja, das soll halt Ewigkeiten halten. Das ist quasi die Oberseite. Ja, halt ganz weicher, normaler Frottee-Stoff. Das hier ist so ein Mikrofaserstoff, würde ich sagen. Der liegt dann ja quasi um die Matratzenecken drum zu, also nicht auf der Matratze, sondern quasi das, was so runter und drunter geht. Und von der Unterseite hast du so eine Schicht, die glänzt halt auch so ein bisschen, ne? Weil das ist halt diese Schutzschicht vor allem ekligen Kram, was so von unten kommen könnte. Und ja, das kommt gleich in die Waschmaschine und dann bin ich froh, wenn es trocken ist. Dann kommt es nämlich direkt aufs Bett und dann schläft man viel beruhigter, ne? So ist es auf jeden Fall ausgepackt. Ja. Eine Überleitung zu diesem Ding kriege ich nicht hin. Das ist ein Ventilenti. Ja, ich habe ja hier meinen von Depot auch, den ich hier stehen habe, um halt mein Setting Spray trocknen zu lassen jetzt mittlerweile. Und jetzt habe ich mir auch so ein schönes Teil bestellt, das ich mir gerne ins Büro stellen wollte. Oder ich stelle es mir hin an meinen Schreibtisch hier, wenn ich meine Videos schneide oder so, weil ich weiß nicht, das ist halt schon sehr kitschig, ne? So sieht das Teil ausgepackt aus. Es ist rosa mit Öhrchen, ne? Es ist heiß, echt heiß, das Teil. Und du hast hier auch noch so ein Ladekabel mit dabei. Also du kannst es halt über Micro-USB und USB-Anschluss laden. Also über jedes Samsung-Ladekabel, sage ich mal. Und ja, es macht nicht nur Wind in zwei Stufen. Nein, es hat auch Licht. Was man jetzt nicht sieht, weil es draußen hell ist, aber es hat Licht. Sieht man das? So, jetzt sieht man das, glaube ich, ein bisschen, ne? Es verändert das Licht. Ach, ist das nicht herrlich? Ja, an Kitsch kaum zu übertreffen, aber ich finde es ziemlich toll. Und das bläst schon derbe. Also da ist schon ordentlich Kapitz dahinter. Ja, ne? Scharfes Teil. Wo wir schon bei kindlichen Sachen sind, habe ich natürlich auch zwei Kindersachen gekauft. Ne? Bleibt nicht aus bei mir. Da habe ich zum einen so ein Nachtlicht geholt. Das ist so ein Sternchen. Fand ich total hübsch. Und ich habe mir gedacht, sowas ist doch nicht nur für Kinder ganz toll. Sowas kannst du auch eventuell an eine Steckdose machen oder so. Wenn man mal nachts auf Klo muss oder so, dass man das dann halt in der Steckdose stecken hat und dann leuchtet halt ein Licht und dann weißt du direkt, wo der Lichtschalter ist. Ich meine, ich kenne mich mehr oder weniger in meiner Wohnung blind aus, aber manchmal, wenn ich so vollkommen verballert aufwache, ist sowas, glaube ich, echt Gold wert. Also ich denke, dass das tatsächlich auch bei uns in der Wohnung zum Einsatz kommen wird. Ja, ne? Habe ich mir geholt, fand ich praktisch. Und wenn mal Kinder zu Besuch kommen, habe ich dieses Set. Das sind so magnetische Bausteine und das erinnert mich voll an etwas, was ich als Kind hatte. Da hatte ich das nicht mit Magneten, da hatte ich das, glaube ich, zum Stecken. Und ja, da kannst du, das sind halt verschiedene Bausteine, die kannst du halt individuell zusammenstellen. Jo. Und das hat mich erfreut und deswegen habe ich es geholt. So sieht das Innenleben aus. Ja, ich glaube, sowas Ähnliches hatte ich echt damals, aber ich hatte noch Fenster drin. Fenster? Nö. Also du kannst hiermit auch ein richtiges Rad bauen und so. Ja, das sind halt so einzelne Bausteine, die unterschiedliche Farben haben und die halten halt magnetisch zusammen und lassen sich dann auch schnell wieder lösen. Das heißt, du kannst da auch wirklich schnell und schön was mit bauen und das finde ich total klasse. Das ist halt auch so ein bisschen kreativitätsfördernd, ne?
Und dann sind da noch Buchstaben drin, die man und Zahlen, die man da reinkitten kann, wenn man was schreiben möchte. Ich fand das ein gutes Spielzeug, was man da haben kann, wenn Kinder zu Besuch kommen. Ich hatte das eigentlich geholt für meinen Geburtstag, dass ich da ja die Krabbelkiste hinstelle für die Kinder. Aber das war hier so wuselig, das kannst du nicht machen. Also das wäre ja überall verteilt gewesen, das habe ich einfach sein lassen. Irgendwann habe ich mal einen Ball in die Meute geworfen und, Entschuldigung, Claudia, das ist... Ja, ich entschuldige mich auch bei Gegenständen. Super. Auf jeden Fall habe ich einen Ball in die Meute geworfen, die Kindermeute, der irgendwann von Sammy geschreddert wurde. So viel zum Ball, ne? Haben sich die Kinder erst drüber gefreut. Oh, ein Minionsball! Und dann war er kaputt. Toll. Ja, und das kommt auf jeden Fall dann in unsere Spielekiste. So, apropos Spielen. Da habe ich hier jetzt Sport- und Spielrasen. Wir haben vor 3 Jahren unser Grundstück einmal komplett grunderneuert, also auch neuen Rasen gepflanzt, wo wir halt nach wie vor noch Stellen haben, die noch nicht wirklich gewachsen sind. Und da habe ich das ja auch gesehen. Das ist ein kleines Paket von Sport- und Spielrasen. Der kann halt ein bisschen mehr ab. Wir haben damals, als wir hier Goldrasen haben wir erst genommen, weil der so robust sein soll. Null ist der nicht. Also Sport- und Spielrasen ist da schon besser. Und das hier sind halt so Granulatviecher und das ist halt ganz normal, wie man das halt so kennt. Muss man nicht düngen, weil da irgendwie Dünger auch mit drin ist. Da ist eine schützende Lehmmatrix mit drin, Stärke und Samen, 1,2 Kilo. Das ist Bio. Ja, man muss nichts vorbereiten, einfach rein damit und fertig. Kein Fraß durch Vogel und Insekten finde ich auch interessant. Repariert Rasen, der durch Tierurin beschädigt wurde. Das finde ich jetzt auch sehr praktisch. Das lese ich gerade zum ersten Mal. Kommt mir sehr gelegen, muss ich gestehen. Denn auch Sammy macht hier natürlich seinen Kram. Er buddelt vor allem. Naja. Ne? Und apropos Garten, da habe ich noch etwas mitgenommen. Und zwar dieses schöne Teil. Das werde ich euch jetzt nicht auspacken, denn das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Ist hier noch schön drin verpackt? Tja, was das wohl ist, ne? Das ist eine Hängematte. Die kannst du einfach zwischen zwei Bäumen aufhängen und dich dann ganz relaxed reinpacken und den Sommer genießen, die schöne Zeit genießen, das Wetter genießen. Ja, ne? Ich habe auch eine Hängematte. Die habe ich von Ikea. Das ist in so einem Gestell. Die können wir hier durch die Gegend transportieren, weil wir hier keine Bäume haben. Und diese Hängematte kannst du in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox, also schau gerne vorbei. Ich finde, das ist eine coole Sache, vor allem, dass es hier auch in so einem Jute-Beutel mit drin ist oder in so einem gewebten Beutel. Das ist sehr, sehr schön. Das ist halt so richtig, ne, gewebtes Material, richtig schön, kuschelig und nicht rau oder so. Also ich finde das total angenehm. Hätte ich 2 Bäume, ich würde sie mir aufhängen. Und das war's auch schon wieder mit dem Haul. Klein, aber fein, denn ich habe dieses Mal diese Beauty-Sachen und Try-On-Haul und so weiter habe ich separiert. Das heißt, den werde ich gleich drehen. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!